Willkommen zurück zu Dragon Quest 11, die Schreiter oder der Schreiter des Schicksals. Und wir haben jetzt als Aufgabe shoppen. Also an die ganzen Frauen unter euch, es geht shoppen. Moment, wie komme ich da oben hin? Wie komme ich denn da oben hin? Ah, hier. Nein. Genau. Einen zierlichen Zweig. Ach, da oben. Ach, guck die an. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Eine Mission. Ach du liebe Güte, was soll ich nur tun? Oh, wenn nicht der junge Truppler. Wenn das nicht der junge Truppler ist. Du kommst genau zur rechten Zeit. Ich muss mich nämlich um einen Gefallen bitten, weißt du? Neulich habe ich mit meinem Jungen gespielt. Wir haben einfach ein bisschen rumgeblödelt. Nun, er hat da diese Flatterfeder, die über alles lieb. Und ich, Blödmann, habe sie weggehen lassen. Wegwehen lassen. Zum Glück hat der Wind die Feder nur auf das Dach eures Schuppens gepustet. Ich würde sie ja selbst dort runterholen, aber ich leide unter Höhenangst. Du hingegen bist doch ein mutiger junger Bursche. Da habe ich mich gefragt, ob du nicht hochklettern und mir die Feder zurückholen könntest. Du würdest mir einen riesigen Gefallen tun. Mir wurde sie in meine Mission aufgetragen. Ja, Schlummerblume, okay. Ich wusste, du würdest mir helfen. Du hast die Worte des Priesters wirklich zu Herzen genommen. Du weißt schon, die Sache mit dem Nächstenliebe. Du wirst wirklich ein feiner Kerl. Also, wir dürfen keine Zeit verlieren, mein Sohn. Mein Sohn brennt schon darauf, seine geliebte Feder wieder in den Händen zu halten. Geh schnell zu deinem Schuppen. Du bist in deinem Leben sicher schon mal auf manches Dach geklettert, aber such dir einfach irgendetwas, worauf du steigen kannst und drücke dann B, um daran hochzuspringen. Wenn die Flatterfeder gefunden hast, bring sie mir bitte hierher. Ich werde natürlich sehen, ob ich eine kleine Belohnung für dich auftreiben kann. Viel Glück. Jetzt haben wir hier so ganz klitzekleine Mission. Das ist ja auch sehr nett gemacht. Eine Flatterfeder. Oh! Oh, 50 Goldmünzen ist natürlich auch nochmal eine Nummer. Da bist du ja, Truppe. Und wie ich sehe, hast du die Feder dabei. Darf ich sie bitte haben? Nö. Nö. Danke, ich wusste, du würdest mich nicht im Stich lassen. Ich kann es kaum erwarten, das freudestrahlende Gesicht meines Jungen zu sehen. Ach ja, ich habe hier noch eine kleine Belohnung für dich. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe auch einen Tipp für dich, der dir hoffentlich weiterhilft. Wenn du jemandem mal etwas Gutes tun willst, halt nach lila Sprechblasen über den Kopf der Leute Ausschau. Hör dir an, was sie zu sagen haben und schau, ob du ihnen irgendwie helfen kannst. Es lohnt sich immer, nett zu anderen zu sein. Glaub aber nicht, du müsstest alles stehen und liegen lassen, nur weil jemand deine Hilfe braucht. Du kannst den Leuten auch noch später helfen, wenn du etwas Abwechslung brauchst oder nicht weiterkommst. Also dann nochmal vielen Dank, Truppler. Ich bin wirklich dir was schuldig. Denk immer daran, nett zu anderen zu sein. Dann wird sich schon alles zum Guten wenden. Okay. Aber man bekommt leider keine Erfahrungspunkte. Das finde ich jetzt so ein bisschen schade. Deine Mutter hat mir schon alles erzählt. Sie sagte, du hättest eine wichtige Reise zu unternehmen. Und dabei bist du doch noch ein Jungspund. Nun, bevor du dich auf den Weg machst, solltest du unbedingt den Dorfladen aufsuchen. Du weißt natürlich, wo er sich befindet. Den Hang hinunter und dann am Flussufer. Sobald dich für die Reise eingedeckt hast, begibst du dich zum nördlichen Ortseingang. Wir werden alle dort sein, um dich zu verabschieden. Ernsthaft? Man darf da jetzt nicht lang gehen, weil man ja sonst das Ganze triggern könnte. Okay. Ach, was haben wir denn hier unten? Eine Tür, wo ich wahrscheinlich nicht rein darf. Die Tür ist fest verschlossen. Sag ich doch, darf man nicht rein. Nein, wir sind hier nicht bei Minecraft, ich weiß. Das ist der Dorfladen. Boah, was könnte ich denn jetzt hier gebrauchen? Du verlässt also das gute alte Kiesling, wie? Sorg dafür, dass du alle Notwendigen hier dabei hast, bevor du dich auf den Weg machst. Ein stabiler kleiner Stock, der aus dem Zweig eines Zypressenbaums gefertigt wurde. Kopftuch im Besitz 0, Reisegewand im Besitz 0. Da steigt meine Abwehr und ich habe einiges.
singt. Ja. Ja, ich möchte ihn ausrüsten. Danke. Und das Reisegewand auch noch, komm. Gut. Verkaufen. Einfaches Gewand, okay. Nicht verkaufen. Aber ich kann eine andere Waffe anlegen. Oh. Oh. Ja, den Zypressenstock möchte ich verkaufen. Das sollte ich doch gleich mal machen. Ausrüstung. Zack, die Waffe wechseln mit dem Breitschwert. Ein guter Bihänder für Anfänger, der bei den braven Bürgern von Kiesling besonders beliebt ist. Ich finde es schade, dass man jetzt nicht sieht, dass ich dieses Kopftuch anhabe. Hätte man ein bisschen schöner machen können, aber okay, gut. Sonst sehe ich hier weiter nichts, irgendwie an Aufgaben. Oh, guck mal, wen wir da haben. Ich gebe dir einen Rat voll. So, von Mann zu Mann. Konzentriere dich immer auf deine Aufgabe, egal wie heftig es im Kampf auch zugehen mag. Du musst immer konzentriert bleiben. Je öfter du angegriffen wirst, desto mehr bündelst du deine eigenen Kräfte. Und ehe du dich versiehst, strotzt du vor Kraft und fühlst dich putzmunter und quicklebendig. Gekräftigt bist du stärker, schneller, einfach besser in allem. Das ist ein Gefühl wie kein anderes. Das sage ich dir. Also dann, Junge. Zeit, da draußen ordentlich Kraft anzusammeln und es krachen zu lassen. Ja. Jetzt ist es also soweit, mein kleiner Krieger, bricht nun tatsächlich auf. Es kann gut sein, dass du ein Weilchen fort bist. Hoffentlich hast du dich auch von allen verabschiedet. Also, bist du bereit? Dann ab mit dir. Ich dachte, alle sind jetzt hier. One day you're just a little boy. The next you're getting ready to leave us. I only wish your grandfather could see what a fine young man you've become. To think. It's been so many years already since old Chalky found you floating since he brought you to Cobblestone. We never thought there was anything out of the ordinary about you. And now suddenly there's all this talk of luminaries of all things. You know who the luminary was, of course. A legendary hero who saved the world from a terrible darkness. We're supposed to believe that you're him reincarnated? I don't doubt old Chalky, of course, but it is a little hard to swallow, I must say. Oh, when you meet the King of Heliodor, put in a good word for old Cobblestone, won't you, eh? If he finds out this is the village where the luminary was raised, there might be something in it for us, if you catch my drift. Oh, you are terrible. Just you to be thinking about what you can get out of it. Oh, no, I'm only joking, of course. The very thought. Anyway, where was I? Ah, yes. Now, the fate that awaits you may well be one beyond anything we simple country folk can imagine. But you must allow us to offer what little assistance we can. Take this map of Erdrea with you. May it prove useful in finding your way. May this magnificent steed, the pride of Cobblestone, lighten your burden and speed you on your way. You'll find Heliodor easily enough. Just head north out of the village and follow your nose. You
travel safely now. Oh, you're such a good boy, such a good boy. You make us proud out there, won't you? And come back safe. Nö, zurück komme ich nicht. This with you. I made it for you. Puppe erhält Sandras Talisman. It will keep you safe. I heard there are lots of monsters where you're going. Be sure to keep it close, won't you? Oh, I don't know what's in store for you out there, but wherever you go and whoever you meet, don't take care and remember, we'll be waiting for you. Keine Panik, falls du dich mal verläufst oder nicht weißt, wie es weitergeht, halte einfach mit den Leuten mit rosa Sprechblasen. Danke. Pferde sind ein unglaublich praktisches Mittel, um große Distanzen in kurzer Zeit zu überbrücken. Manchmal musst du allerdings auch Gebiete betreten, die nur zu Fuß zugänglich sind. Aber keine Sorge, Leute, einfach eine der vielen Hufglocken, die in ganz Edrea zu finden sind, und dein getreues Ross galoppiert sofort wieder zu dir. Ah, Tropei, da bist du ja. Der Bürgermeister hat mich gebeten, dir ein, zwei Dinge über Pferde beizubringen und über Karten auch. Siehst du diese Glocke? Wenn du sie läutest, kommt ein edles Ross wie aus dem Nichts galoppiert einfach so. Das ist gut zu wissen, wenn einem die Füße wehtun. Wenn du nicht nur erschöpft bist, sondern dich zum allen Übel auch noch verlaufen hast, kein Problem, drück einfach Y, um einen Blick auf deine Karte zu werfen. Damit nicht genug. Wenn du beim geöffneten Karte A drückst, erhältst du allerlei nützliche Informationen. Ich bin mir sicher, dass dies all auch für deine Reisetipps in deinem Beutel steht. Aber so wichtige Dinge kann man nicht oft genug wiederholen. So. Kartenmenü? Ah. Ah, nice. Okay. Das ist ja schön. Das heißt, also hier werden jetzt gleich irgendwo erstmal Sachen sein, die ich finden kann, nämlich hier. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie absteigen. Ah, da. Mir ein Flügel. Ja, und wenn ich jetzt nochmal auf Y drücke, auf das Kartenmenü und mir nur die Funkeflecken anzeigen lasse, dann sehen wir, dass ich das erledigt habe und da hinten dann weiter kann. Markküste, Malmowald und wir müssen nach Heliodor. Und hier sind Gegner und ich will ja eigentlich gerne Gegner auch mal angreifen. Na komm her, du blöder Schleim. Eine Gruppe Schleime erscheint. Oh. Stimmt, mit den zwei Händen habe ich gar keine Möglichkeit, irgendwie ein Schild zu tragen. Aber ich habe doch zuerst angegriffen. Was soll denn das? Voll Beschiss. Drei Stück auf einmal. Ja, moin. Und
sonst irgendwelche Probleme, Leute? Nein, keine. Gut. Wieso macht der einen Punkt Schaden? Na, 6 Erfahrungen. Ja. Okay. Schön, dass immer noch schreiben, wie viel Schaden ich erleide, obwohl es da eigentlich schon steht. Aber okay. Ja, schön, Level 4. Das wollte ich erreichen, Level 4, um dann zu sagen, liebe Leute, das war's mit dem Part. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Troh, haut rein. Tschüss.